I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Boom Lyrics Aufstieg. Featuring Crush4TheFig89. Und Schnapp. Klasse gemacht, Knuckles. Knuckles ist ein Meister im Fliegenfang geworden. Wir haben im letzten Part einen ganz schön dicken Wurm gefangen. Ja. Der frühe Vogel fängt den, ja, ersten Wurm. Wie es so schön heißt. Und nun scheint so, als hätte Cliff für uns hier das Flugzeug fertiggestellt. Und mit dem werden wir wohl jetzt der nächsten Welt reisen. Weil wir haben jetzt auch den roten Kristall in unseren Besitz gebracht und sind jetzt hier gelandet. Okay, Cliff, sag mal an. Schön, dass ihr gesund und munter seid. Was haltet ihr von dem Flugvehikel? Nicht übel für eine ausgebuddelte Antiquität, was? Cliff, wir wissen, wo der nächste Kristall ist. Er ist jenseits des Meeres. Ihr seid hier goldrichtig. Werfen wir die alte Dame an. Einsteigen. Ihr müsst hier raus. Alles aussteigen. Springt ab! Jetzt! Und die Landung war einfach sanft, oder wie? Na schön. Jetzt sind wir... Oh. In einem schönen Tropenparadies gelandet, oder was? Idyllisch. Hier könnte es mir schon mal gefallen, aber ernsthaft. Ich glaube, hier wird es mir ernsthaft gefallen. Guckt euch das an. Ist das nicht herrlich hier? Oh yeah. Oh, was ist das denn? Das muss wohl das Tor zur nächsten Welt sein. Hier wird ein weiterer Kristall benötigt. Anscheinend ist das hier eine neue Oberweltkarte. Nach Cliffs Ausgrabungsstätte sind wir jetzt hier in der neuen Oberworld-Map mehr oder weniger gelandet. Wo wir dann, wo wir uns die restlichen oder beziehungsweise weitere Welten bestreiten können. Oh. Sieht sich mal einer das an. Ich dachte zuerst, das wäre ein Felsen mit... leuchtenden Gesicht, aber in Wirklichkeit ist das hier nur ein Gebäude. Oder was auch immer. Was es überhaupt ein Gebäude ist, könnte auch ein, irgendein Turm sein, was weiß ich, ey. Aber ich weiß, was ich gerade sehe und was ich gerade haben möchte. Die Krone! Hier! Amy, ich könnte deine Sprungkünste gerade ziemlich gebrauchen. Hoch da bitte. Amy. Und, upsala. Nice, da haben wir sie schon. So, Sonic, du kannst wieder übernehmen. Was ist da eigentlich los? Ich vermute mal, wir müssen jetzt hier rein. Aber vorher gucken wir jetzt hier noch ein bisschen außerhalb um. Das hier ist schließlich auch ein Spiel für Entdecker. Und ich glaube, hier wird das Entdeckerherz groß geschrieben. Das werden wir wohl später noch aktivieren müssen. Aber aktuell scheint das jetzt nicht zu funktionieren. Zumindest sehe ich da keine Anzeige dafür. Boah, das ist ein riesen
Wow. Alter Schwede, ist die Insel groß. Altes Eiland, hä? Ein richtiges Strandparadies. Man sieht sich das mal einer an. Dann wäre wieder eine Strandhütte und hier Sonnenschirm und Liegen. Ha. Hier könnte es mir gefallen. Zack. In der Serie leben ja auch Sonic und seine Freunde an einem Strand. Ich habe auch schon mal die ersten 6 Episoden von Sonic Boom TV-Reihe auf Englisch gesehen. Mann, die sind alle zum Schießen. Die 2 erste Episode Sidekick. Da haben wir auch schon mal die... Hier sah es sicher auch schon mal besser aus. Was ich sagen wollte. Ja, könnte sein, Sonic. Können wir da rauf? Ja. Wenn wir richtig balancieren. Da können wir... Ohne... oder auch nicht. Kamera. Wollte gerade sagen. Wie soll ich denn da reinkommen? Weil da ist eine Krone drin. Worauf ich jetzt hinaus wollte. Weil da haben wir schon mal die Anfang. Wow, hier lässt sich noch mal was reparieren. Moment mal, reparieren? Ach so. Können wir da wieder Teile einsetzen? Bleibt da. Oh Mann. Hier muss mal jemand aufräumen. Ja, ich weiß, aber wie soll das jetzt. Wie soll man das hier anstellen? Wie soll man das hier. Wie kommt man jetzt da rein eigentlich? Kommt da gar nicht rein, ey. Ach, vergiss es. Geht anscheinend gar nicht. Vielleicht geht das ein andern Mal. Worauf ich jetzt hinaus wollte. In der ersten Episode, da haben wir auch, da gab es schon mal eine Vorschau-Sequenz, die, bereits schon überall auf YouTube, seitdem Sonic Boom angeteasert worden ist zum ersten Mal. Da gab es schon mal so ein, da gab es schon mal so eine Eröffnungssequenz von der TV-Serie von der ersten Episode. Wo wir dann zu. Wo es dann, ja, vielleicht sollte ich es ja lieber so ausdrücken. Sonic und Tails haben da gegen Eggman gekämpft. Und Eggman hat da so eine Art Clown, hat da so eine Art, hat da so eine Art Brennbot gegen sie eingesetzt, der aber eigentlich nur mit Clown angreift. Das war schon zum am Anfang ziemlich hier zum Schießen, ey. Bereite dich davor, vernichtet zu werden von Brennbot. Also wird er mich anzünden mit Flammenwerfern oder sowas? Flammenwerfern? Nein. Oh, Säure? Schießt mit Granaten? Nein. Clown. Richtig schmerzhafter Clown. Dann hättest du ihn vielleicht Clownbot oder The Last Invader oder Schmerzinator 3000 nennen können, aber... Brennbot? Ernsthaft, das ist der unpassendste Name, den ein Roboter jemals verpasst. Ich bin ein Roboter, so wie es mir passt, Sonic! Brennbot, Attacke! Und ja, da kam es dann zum Kampf. Da ist natürlich Tails mit seinem Flieger auch noch mit am Start gewesen, um Sonic zu unterstützen. Doch leider Gottes hat der Brennbot sein Flugzeug mit seiner Klaue beschädigt und hat ihn zum Absturz gebracht. Sonic konnte in der Zwischenzeit mal Brennbot und Eggman dabei abwehren, aber Tails konnte leider nicht mehr rechtzeitig helfen. Achtung, das ist jetzt ein Spoiler, weil da hat dann die Stelle aufgehört, wo dann das Flugzeug abgestürzt ist. Und muss mal jemand aufräumen. Ja, und wie soll man das hier anstellen? Hier kommt man gar nicht rein. Und Achtung, Spoiler, Tails hat den Absturz doch überlebt, aber Sonic hat beschlossen. Was für ein Loch. Komme ich auch nicht hin. Und auch der. Ja. Hilfsroboter kann mir nicht helfen. Geht gar nicht. Was? Ach so. Ich dachte schon, ich hätte da vielleicht schon einen Schaden zugefügt. Naja. Tails konnte ja den Absturz überleben, aber
Sonic hat geschworen, dass nie wieder so etwas passieren würde und hat hat beschlossen, sich einen anderen Sidekick zu besorgen und hat stattdessen Tails gefeuert. Hat einfach mal Tails gefeuert, aber auch nur zu seinem Schutz. Aber ja, hat Tails geschmeckt? Ich glaube eher nicht, denn er hat sich selber auch für die Stelle als Sidekick bewerben wollen. Weil natürlich sind alle qualitativen, wie war das übersetzt? Jegliche Art von Teilnehmer hat die Chance, Sidekick zu werden. Natürlich war auch Amy beim Vorstellungsgespräch mit dabei. und hat gesungen und jongliert. Das war zum Schießen. Oh, and the Saint! I'm a grande pizza man! Oh, and the Saint! Oh Gott! Wenn ich daran nur zurückdenke. Ah, Amy sollte sich bei DSDS bewerben, aber ernsthaft. Aber zum Schießen war das alles. Und auch Eggman wollte sich als Sidekick bewerben, aber auch nur damit er. Damit Sonic und Tails ein für alle Mal loswerden kann. Zum Glück ist ihm das natürlich nicht gelungen. Das war aber jetzt nur meine kleine Vorschau auf die erste Folge. Die zweite Folge, da war Eggman als Zimmergenosse bei Sonic und seinen Freunden und... Oh Gott, das war auch so zum Schießen. Aber auch nur, weil seine Festung zerstört war. Und er hat kein Zuhause und ja. Aus Mitleid haben sie ihn bei sich wohnen lassen. Das war natürlich ein schwerer Fehler. Weil Eggman ist wirklich ein schrecklicher Zimmergenosse. Das denken vor allem Sonic und Tails. Weil die haben am meisten zu leiden, da nämlich in deren Haus wohnt. Und Amy da als Therapeutin, weil sie... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Sie hat sich ja auch praktisch für Eggman eingesetzt, als sie ihn leid getan hat und wollte halt, dass es halt friedlich zwischen ihnen erstmals abläuft als Zimmergenossen und hat da so eine Art Therapiesitzung mit denen abgehalten. Heilige Scheiße. Das war zu geil immer wieder. Also... Muss schon sagen, die Serie bei den ersten beiden Episoden war wirklich geil. Und die dritte Episode weiß ich nicht mehr, was da genau war. Bei der vierten, da hat sich Styx ein Haustier besorgen müssen. Und da hat sie sich für einen, schleimkotzenden Roboterhund entschieden. Oh Gott, das war vielleicht was. Und in Folge 5, was war da nochmal? Ach ja, da ging es auch um Styx. Da wollte man sie zu einer Lady machen, also zu einer richtigen, richtig anständigen, mit Manieren und all dem drum und dran. Also so richtig im Schnösel-Stil, weil sie ja zu einer, Art Award eingeladen wurde, dass sie nämlich die Stadt vor Meteoritenangriffen gerettet hat. Und ich weiß jetzt, wo bin ich jetzt gerade? Da war doch dieser Typ irgendwo. Ach, hier. Meine Fresse, das ist ja ein richtiges Urlaubsparadies hier, diese Stadt. Ich wollte gerade sagen, wann kann ich ja nicht mal ins Trampolin drauf? Echt idyllisch hier. Gefällt mir. Ah! Da sehe ich auch irgendwie... Ja, genau. Ich glaube, das war sogar die Stadt aus der Serie. Ich sehe das auch erst, weil da haben sie sich auch mal in der Stadt aufgehalten und da hat Styx eigene Katapulte gebaut für alle Fälle. Und da hat sie auch Katapulte dabei gehabt, welche die Meteoriten einfach mit dem sie einfach die Meteoriten zerstört hat und wurde dann nominiert für einen Preis. Als Dankeschön.
Aber da musste sie sich ladylike verhalten. Und dann bekam natürlich auch ein Kleid dazu. Aber sie als Dschungelmädchen, das war wirklich zu viel für sie. Sie konnte sich einfach nicht so wirklich anständig verhalten und richtig manierlich und so. Ach, das war zu köstlich. Das war zum Lachen. Und dann Episode 6, das habe ich vor kurzem noch gesehen, wo Amy dann jetzt mal als Haushälterin bei Eggman arbeitet, weil ich weiß nicht genau, worum es da ging. Der Eggman wollte da nämlich seine Festung für irgendwas bewerben. Ich weiß auch nicht genau für was. Und da hat er Amy gebraucht als Organisatorin. Weil, dass sie sich sogar von den anderen nicht akzeptiert fühlt, ihre organisatorischen Talent, da ist sie dann zu Eggman gegangen und hat ihm dabei geholfen. Aber das hat sie natürlich auch als Fehler erwiesen, weil er sie natürlich dann eingesperrt hat, nachdem sie wieder gehen wollte. Aber ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen. Guckt euch einfach mal selber die TV-Episode an. Ich denke, ihr findet ein paar Episoden davon auf YouTube. Und ansonsten, wenn ihr den Sender Cartoon Network empfangen könnt, da läuft gerade die Serie aktuell auch. Zieht es euch mal einfach rein. Ich müsste erstmal das Englisch können, weil bis das es auf Deutsch kommt, dauert das noch eine Weile. So, was geht hier ab? Hallo, ihr Helden, die ihr mich und meine Wiederwahl unterstützt. Hey, ihr helft doch Leuten und ich brauche Hilfe. Könnt ihr mir zur Wiederwahl verhelfen? Politiker, ich stimme eher dafür, dass du die Insel verlässt. Ah, gut, ihr helft mir. Seht ihr, hier auf der Insel gibt es diverse Wiederaufbauprojekte. Laufende Projekte, zu deren Fertigstellung eine kleine, Spende nötig wäre. Wenn ihr euch darum kümmert, könnt ihr sicher einige Geheimnisse lüften. Außerdem ist euch der Dank der Einwohner gewiss. Und natürlich der vereinten Nagetiere für die Wiederwahl des wohlgeborenen E. Pluribus Fink. Wir kümmern uns darum. Du erntest natürlich die Lorbeeren, stimmt's? Natürlich. Ich bin Politiker. Ja, klasse. Ich kann euch auch noch sagen, was ich von meinen Politikern halte. Und das ist wieder ein typisches Beispiel. Ich will aber jetzt nicht zu viel sagen. Sonst, ja, kriege ich bestimmt noch irgendwo Ärger. Aber sagen wir es mal so, ich halte aktuell von meinen Politikern wirklich nicht viel. Was die da jetzt veranstaltet haben. Ich möchte nicht sagen, was passiert ist. Ich lasse es lieber, bevor ich jetzt noch unnötig Ärger riskiere. Aber ich glaube, der Bürgermeister trat auch in der Serie auf. Und dem sollen wir jetzt bei der Wiederwahl helfen. Aber wo sollen wir da bitte schön was aufbauen? Und wahrscheinlich werden Roboterteile als Spende benötigt. Darauf wette ich. Was ist das für ein leuchtendes Ding? Kann man da die Energieseile verwenden oder wofür ist dieses Ding hier, bitteschön? Da ist auch wieder so eine unsichtbare Wand. Wir können nur nach rechts und nach links. Was ist das hier? Da komme ich gar nicht hin. Was geht hier ab in dieser Stadt? Puh, da muss man sich erstmal wieder reinfinden. Ein neues Gebiet, das sogar noch größer ist als Cliffs Ausgrabungsstätte. Und dadurch heute auch noch etwas unübersichtlicher. Heilige Scheiße. Wo führt das alles noch hin? Ich vermute mal, wir müssen hier entlang. Aber erstmals habe ich noch ein paar Stellen gesehen, die man zum Beispiel mit Amy erkunden könnte. Oh, da ist noch eine Seilrutsche. Aber wo soll ich da anfangen? Hier zum Beispiel habe ich eine Stelle für Amy. Dann komm mal her. Okay, da ist schon mal eine Stelle, wo man bauen kann. Aber da komme ich nicht hin, weil da auch wieder so eine unsichtbare Wand den Weg blockiert. Wo? Okay, hoch mit dir, Mädel. Zeig, was für akrobatisches Talent du hast. Gehe ich doch mal hier lang. Hepsa. Oh. Okay. Wieder ein paar Roboterteile FTW. Aber. Wie komme ich denn jetzt hier lang? Oh. Ganz einfach so.
Wow. Hm. Hupsa. Geht's? Und wo bin ich hier? Komm da hoch, Amy. Oder einfach von hier aus. Geht genauso. Und da ist ein Schalter. Okay. Damit machen wir. Damit machen wir hier den Weg frei. Das hat bestimmt auch Sinn, ja. Vor allem wegen der Truhe hier. Wieder einiges an schönen Roboterteilen. Die werden ja benötigt für den Aufbau hier. Ey, kann ich mich auch hier mal frei bewegen? Es sind überall viel zu viele unsichtbare Wände und da ist noch eine Truhe. Aber erstmals möchte ich hier mal was bauen. Ein bisschen heimwerken und die Sache sieht viel. Ja. 4000. Mach mal das mal. Besser aus. Und das alles nur mit etwas Handarbeit. Genau. Guck doch mal. Wie schick das jetzt doch aussieht. Ja, damit haben wir den Bürgermeister schon ein bisschen mal bei seiner Wiederwahl geholfen. Und was ist hier oben eigentlich? Hm. Also auf jeden Fall war ich ja schon mal an der Stelle. Also muss ich eigentlich da gar nicht mehr lang. Das ist bestimmt nur für die Ringe hier. Das lohnt sich jetzt nicht mehr für mich unbedingt. Aber was sich jetzt lohnt, ist erstmal die eine Brücke hier nehmen. Ich habe da drüben noch eine Truhe gesehen. Ja, wenn ich mal zu der Brücke hinkomme. Weil ich kann nicht seitwärts laufen, wenn ich da... Da oben ist auch noch eine Krone. Hm. Aha. Ja, da komme ich zur Krone hin. Schau in die Krone. Ja, auch wieder Schleichwerbung. So. Schatzkisten finde ich ganz besonders toll. Das kann ich mir vorstellen. Ich ja auch. So. Genug jetzt damit und wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir mal da entlang. Fragezeichen oder kommen wir von dort? Ich hoffe nicht, dass wir schon von dort kommen. Oh, nein. Was ist das? Ah. Was ist mit dir, Biber? Tut mir leid. Der pinglige Biber hat im Moment keine Lust auf Reden. Ein anderes Mal würde mir vielleicht besser passen. Ist es nicht der eine feige Biber aus Episode 1? Eigentlich ist das größte Problem meine absolute Feigheit. Ich glaube, das war er. Aber eindeutig pingeliger Biber. Ja, der Name passt da. Der Name passt echt zu denen. Meine Fresse, was gibt es hier noch alles zu entdecken? Wo muss ich eigentlich jetzt genau lang? Alter. Da kommt man ja gar nicht mehr richtig zurecht hier. Oh oh. Sackgasse oder wie oder was? Was ist das überhaupt für ein... Lassen wir das. Kommt, Leute. Ich glaube, hier haben wir noch nichts verloren. Naja, die Straße könnten wir hier nehmen. Wo sind wir jetzt gerade? Da. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal hier entlang. Und das Lag dazwischen, das nervt brutalst da in dem Spiel. Puh. Hm. So. Und da entlang wollten wir eigentlich. Und da ist noch jemand, der ein Problem anscheinend zu haben scheint. Wer ist das? Das ist doch nicht möglich, Styx! Hallo! Ihr gebt mir Schätze, ich gebe euch Krönchen, okay? Ich weise nur ungern auf das Offensichtliche hin, aber Cliff sammelt dieselben Kronen, oder? Mit der Geheimsicht könnt ihr sehen, wo die Schätzchen vergraben sind, ja? Okay. Dann probieren wir das mal. Wo sind die ganzen Schätze hier vergraben? Da müsste doch irgendwo wieder eine Stelle sein. Oh, ich sehe Fußspuren. Die Fußspuren führen mich wohl zum Schatz. Zum Beispiel... Hä? Okay, hier. Oh.
gebe dir schöne Prinzessinnenkronen und du kannst dieses Verbesserungsdingsbums benutzen. Verbesserungsdingsbums. Ah, jetzt haben wir mal diese. Ah. Schau mal an. Jetzt haben wir einen der Schätze endlich gefunden. Okay, cool. Da müssen wir einfach nur stampfen und dann bekommen wir einen dieser Schätze. Gegen Kronen. Boah. Okay. Jetzt haben wir eine Krone dazu bekommen. Wir könnten wieder was verbessern, wenn wir wollen. Machen wir das mal. So ein Geheimvorrat. Weil das Doppelangriff bringt ja aktuell kaum was. Weil, das ist nur für den Zweispieler-Modi geeignet. Krass. Styx hat auch noch einen Auftritt in Lyrics Aufstieg bekommen. Allerdings nur diese kleine Nebenrolle. Wäre mir jetzt lieber, sie wäre hier spielbar gewesen. Dass das Feld immer noch da ist. Das Ansprechfeld, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Bug. Okay. Oh, hey, ist das nicht unser... Ahoi, Matrosen! Wie war euer Abenteuer? Habt ihr bei dem schrecklichen Lager klar Schiff gemacht? Unschöne Angelegenheit ist das. Ich sage, wir gehen ihm aus dem Weg. Ich hab für heute genug von Verrückten. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Wir helfen Leuten in Schwierigkeiten. Also schauen wir mal nach, was Ahab will. Ich glaube, das wisst ihr. Die Sache mit Lyric ist wie ein Tornado gegen ein Gummiboot. Da macht sich ein Seemann Gedanken, was wirklich zählt im Leben. Wie Freunde etwa. Und deine Familie. Und Chili Dogs. Ei, Hot Dogs sind aber nicht ganz meine Sache. Fischstäbchen sind in Ordnung, aber keine gegrillten Landwürstchen. Ah, egal. Wo war ich? Ah ja, was wirklich zählt, wie mein Bruder. Wir haben uns vor vielen Gezeiten zerstritten. Ich würde gern den Anker werfen und mich mit ihm versöhnen. Könnt ihr ihn für mich finden? Ich wäre sehr dankbar. Sicher. Klingt jedenfalls einfach. Worum ging's in dem Streit? Bei Neptuns 10 Käse. Das geht euch überhaupt nichts an. Findet ihn einfach für... Wo finden wir ihn? Um den Salamander zu finden, braucht ihr keine Karte. Hauptsächlich, weil ich keine Ahnung habe. Ja, einfach so Saltys Bruder finden. Es ist vielleicht der... Da sehen wir schon Styx auf der Karte. Und der Bürgermeister. Und da ist wieder was zum Bauen. Na schön. Gehen wir mal hier entlang. Kann doch nicht schaden. Alter Schwede. Dieser Ort ist ja riesig. Man weiß nie, wo man jetzt hin muss. Boah. Wie sollen wir denn hier noch zurechtkommen? Ich weiß echt nicht, wo man als nächstes hier lang muss. Davon hat man auch wirklich gesprochen, von dieser Unübersichtlichkeit hier. Ja, und jetzt weiß ich auch, was man damit genau, was da jetzt genau das Unübersichtliche sein soll. Also was mit der Unübersichtlichkeit hier genau gemeint war. Oh, schau an. Ist es nur eine Ringkammer hier oder was? Oder steckt hier auch ein Schatz? Moment. Nee, also ich kann hier nichts erkennen. Schade. Oder? Ist hier noch was? Nope. Na dann. War das bloß für ein paar Ringe. Lohnt sich aber jetzt nicht, da wir eh schon voll Energie haben. Mann, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Das verwirrt mich immer mehr und immer mehr, dieser Ort hier. Und zwar, drücken wir mal den Schalter hier. Okay, das hebt diese eine Plattform erstmals auf. Erstmals nach oben. Und die senken dann auch jedes Mal ab dazwischen. Überlasse ich das lieber Amy, weil die kann da besser springen. Obwohl, Tails könnte ja so zusätzlich noch schweben. Ich glaube, das würde bei ihm dann mehr Sinn machen. Aber ich glaube, dieses Mal nehme ich das hier.
Das scheint mich weiterzuführen. Oh, und das ist auch eine Stelle für Amy. Krasse Kacke, dieser Ort ist wirklich riesig. Was ist das hier? Achso, das sind Fässer, ich dachte, das wäre ein Roboter. Man weiß nie, wo man als nächstes hin soll. In diesen Ort. Das ist crazy. Nun ja. Was? Was war das jetzt? Oh! Aha! Stachelfallen! Okay, das macht das Ganze doch richtig interessant. Ist sogar eine Stachelfalle. Oh. Aua. Stachelkugeln. Natürlich kommen die anderen Karte auch nicht mit an der Stelle. Oh. Da war ich jetzt etwas zu übereifrig. Vielleicht gehe ich da mal da entlang. Alter. Damit auch eine leichte Anspielung an. An das gute alte Mega Drive Sonic. Diese guten alten stacheligen Kugelhindernisse. Die mich auch jetzt zu Recht abnervt. Die mich aber auch zu wirklich extremst abnervt. Genauso wie schon damals. Aber ernsthaft. Zieh dich zurück. Ey, was war das jetzt? Was hat mich da jetzt getroffen? Ich habe gedrückt gehalten, und mich, um nicht nur aufzuladen. Und zu warten, bis dass diese verdammten Stacheln endlich hier weggehen. Als würde sich die verdammten Stacheln sich wieder einziehen da. Noch mehr Stachelfallen, ist klar. Wo führt mich das alles hin? Was ist das hier für ein crazy Ort? Wo soll mich das jetzt alles hinbringen, hä? Der Part wird wieder zu lang. Oh. Okay, eine Krone immerhin. Und wo bringt mich das jetzt eigentlich hin? Okay, mit der Zeit, setzt das ein Wirbelsprint automatisch ein. Also man kann es nicht gedrückt halten. Ich glaube, da muss ich hier rauf. Zieht euch zurück, ihr blöden Stacheln. Yep. Und da gibt's eine Truhe. Okay, aber das war anscheinend auch schon alles. Mehr gibt's anscheinend hier nicht. Kann ich hier noch hoch irgendwie? Nein, geht gar nicht, weil ich kann nicht auf die Seite wechseln. Ich muss ständig Standardbilder von rechts nach links. Ich kann nicht nach. Ich kann nicht in 3D-Perspektive rumlaufen. Ist ein bisschen blöd gemacht hier. Aber jetzt geht's. Kein Wunder, dass es viele Ringe gibt. Wie das hier abgeht, das ist echt nicht normal. So, wo war da? War die Grabungsstelle für Knuckles. Jetzt hast du endlich mal einen Einsatz. Dass du endlich mal. Dass du endlich mal. Was jetzt hier? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen möchte. Sagen wir es mal so, dass Knuckles mal auch was macht. Nicht bloß rumprotzen. Ja, ich habe mich absichtlich da treffen lassen, weil wir kriegen eh so viele Ringe hinterher geschoben, also bringt das nichts. Und wofür war das wieder? Für eine Schatztruhe. Alter. Hier gibt's Roboterteile in Überfluss, aber ich sehe keinen weiteren Weg hier durch. Wofür soll das alles jetzt sein? Nur für die Ringe und die Schätze? Was ist das jetzt für ein crazy Ort? Ich möchte eigentlich jetzt in der Story vorankommen. Ich würde so gern zu Amy wechseln, bitte. Weil da gibt es eine Stelle, die nur für Amy ist. Dankeschön. Oh Gott. Das ist ein. Boah. Das ist schon mal ein gar nicht mal so ungefährlicher Ort. Es gibt überall Stachelfallen.
machen. Soweit das Auge reicht. Autsch. Autsch. Ja, was soll's. Dass ich immer ein bisschen Schaden, ist nicht so schlimm. So. Ein bisschen durchglitschen, warum auch nicht. So. Schatzkisten finde ich ganz besonders toll. Boah. Wir finden hier Schätze in Überfluss. Aua. Jetzt auch noch die Krone. Autsch. Dabei kassieren wir ein bisschen noch dazu. Oh, Moment. Ah, schau mal an. Und das ist was für Tees. Dann flieg mal los, Kumpel. Und, hä? Wo soll es hier weitergehen? Ich vermute mal hier lang, oder? Ja, genau. Wow. Pass aber auf, dass du nicht runterfällst. Ringe, überall Ringe. Ja, setz mal deinen Stampf ein. Dankeschön. Okay. Damit habe ich bestimmt hier diese Turbine ausgelöst. Aber ich weiß aktuell nicht, wofür die sein soll. Wo soll die mich jetzt hinführen? Vielleicht da oben hin? Das sieht so aus. Ich komme da nicht hin. Vielleicht nur von hier aus. Alter Schwede. Das ist immer complicated. Das ist anscheinend hier wirklich nur ein ganzer Schatzbereich, oder was? Aber wo soll es denn hier in der Story weitergehen? Ich check das nicht. Vielleicht hier das Rufzeichen? Für irgendwas muss es ja stehen. Alter. Das Ganze macht mich fertig. Ach. Ich bin ja schon langsam fertig mit den Nerven. Diesen Ort hier. Wahrscheinlich wird euch dieser Part jetzt auch extrem langweilen. Kann ich nachvollziehen. Was hier abgeht. Ich kapiere selber nicht, was das hier soll. Da war ich ja schon an der Stelle. Oh. Wofür soll das jetzt gut sein? Hä? Ich check's nicht. Ich check das irgendwie nicht ganz. Was soll das? Ach, ist wurscht. Fliege mal hier rüber. Ah, das scheint mir nach was Neuem auszusehen. Auszuschauen. Das scheint mir nach was Neuem aus. Wow, hier wäre ein Frühjahrsputz angebracht. Können wir wieder was bauen. Machen wir das mal. Viel besser. Ja. Schon ist das Windrad fertig und damit auch die Seilrutsche. Energiestrahl-Seilrutsche ist in Betrieb. Juhu! Okay. Die Truhe haben wir geöffnet, sehe ich gerade. Und wir haben irgendwas wieder mit den Schalt ausgelöst. Wo führt mich das jetzt hin? Zur Krone. Oh Mann. So, und ein weiterer Weg ist hier auch noch offen. Die Seilbahnrutsche ist ja auch in Betrieb, aber wo ist die jetzt aktuell? Ich will da zurück. Da lang möchte ich. Hallo! Tails? Mach mal keinen Ärger. Ich vermute mal, wir sind da wieder am Anfang der Stelle. Die hängen hier ein bisschen rum in der Zwischenzeit und ich... Guck mal, was hier wieder so gibt. Das ist wahrscheinlich eh diese eine Sackgasse, oder? Oder? Nein! Haha! Noch mehr Schätze. Aber ich glaube hier...
Ich glaube, ich sollte von hier jetzt mal verschwinden, weil... Das hier ist doch... Bloß verschätze mir auch nicht. Ein Kratersee. Aber ich bin doch eigentlich in der Nähe des Kratersees, oder nicht? Wo bin ich jetzt eigentlich genau? Und wo muss ich hin, um den Kristall hier zu finden? Boah, das Ganze ist wirklich jetzt complicated aufgebaut geworden. Hier ist der Schatz. Ich muss mal gucken. Es müsste da einen anderen Weg geben. Ich glaube, wenn man diese ganzen Nebenquests erfüllt, bekommt man auch immer diese Ausrüstungsgegenstände. Das ist mir auch erst jetzt klar geworden. Aber ich schätze mal, ich werde nicht alle Nebenquests erfüllen wollen. So, ich muss leider trotzdem auf die Karte gucken, um sicherzustellen, dass ich auch den richtigen Weg gehe. Weil das Ganze wird mir allmählich zu viel. Diesen Ort. Das Ort hier wird mir allmählich zu... Ah, Kacke. Hier waren wir aber auch schon, oder? Das ist doch dieser... Moment mal, was ist das jetzt hier? Eigentlich... Hä? Oh, jetzt sind wir aber schon in der Nähe. Schon entfernen wir uns wieder. Hier müsste doch der Sonnenkristall sein, oder? Wisst ihr was? Der Part ist jetzt viel zu lang geworden. Ich würde sagen, diese Stelle erkunden wir jetzt nochmal beim nächsten Part genauer. Sorry, dass ich mich hier zu lange aufgehalten habe. Und sorry, dass wir da eigentlich nur wegen Schätze und so ein Zeugs hier rumgedönert sind. Wenn es trotzdem gefallen hat, bitte ich um einen Daumen nach oben, wie immer. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crash Codific 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Boom. Lyrics Aufstieg. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.